Die Gazprom-Aktie jetzt kaufen? Keine Frage, Gazprom ist billig. Das KGV liegt bei 4, die Dividendenrendite bei stolzen knapp 7% und darüber hinaus ein Kursbuchverhältnis von 0,24. Das heißt also, einer Marktkapitalisierung von unter 50 Milliarden US-Dollar stehen Assets in Höhe von mehr als 160 Milliarden US-Dollar gegenüber. Würde also die Firma morgen ihre sämtlichen Vermögensgegenstände verkaufen, dann sollten die Aktionäre rund ein Dreifaches ihres momentanen Einsatzes erhalten. Das ist allerdings nicht so wahrscheinlich. Und darüber hinaus gibt es noch einige andere Punkte, die man unbedingt beachten muss, wenn man über den Kauf der Aktie nachdenkt. Alles dazu in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch gut. Ja, ich habe es ja schon angekündigt in dem Video zu den günstigsten Börsen der Welt. Über Gazprom werden wir nochmal explizit sprechen. Einfach deshalb, weil Gazprom bei vielen Anlegern, sei es nun spekulativerer Natur oder auch langfristigen Anlegern, relativ beliebt ist. Eine Dividendenrendite von knapp 7%, die lockt natürlich. Die Dividendenrendite ist zuletzt allerdings auch so hoch gewesen, weil der Kurs relativ niedrig war. Gerade bei Gazprom gibt es einiges mehr zu wissen bzw. einige Themen mehr, mit denen man sich beschäftigen muss, als nur eine günstige Bewertung. Fangen wir also mal mit der wichtigsten Korrelation an. Die Gazprom-Aktie fällt seit 10 Jahren. Aber warum eigentlich? Das schauen wir uns direkt bei mir auf dem Bildschirm an. So, was ihr hier seht, ist die Aktie von Gazprom. Was ihr ebenfalls seht, ist ein ziemlich stabiler Abwärtstrend. Auch die Dividende, die verlockende Dividende von knapp 7% auf den Aktienkurs hat da wenig geändert. Die Dividendenrendite bei Gazprom war immer schon relativ hoch. Der Kurs hat trotzdem, zumindest in den letzten 10 Jahren, beinahe durchgehend in eine Richtung gezeigt. Momentan sind wir in einer Phase, wo sich möglicherweise dieser Kursverfall etwas langsamer entwickelt. Das heißt also, es könnte so eine Bodenbildung geben. Denn es klingt wie eine Binsenweisheit, aber damit ein neuer Aufwärtstrend entstehen kann, muss der Abwärtstrend ja erstmal beendet werden. Und das passiert häufig in Form so einer Bodenbildung. Die ist hier allerdings bisher nur im Ansatz zu erkennen. Wir wollen jetzt in diesem Video eigentlich nicht über Charttechnik sprechen, aber wenn man sich diesen Verlauf hier ansieht, der letzten Jahre, dann könnte man sagen, dass in etwa hier über 4,36 Euro, 4,40 Euro, wenn es darüber ginge, dann wäre die Reihe tieferer Tiefs und tieferer Hochs, die markieren einen Abwärtstrend, die wäre dann überschritten. So, heute soll es aber nicht um Charttechnik gehen, sondern um die fundamentalen Hintergründe um Gazprom. Und der wichtigste Hintergrund, den muss man bei allen Rohstoffwerten, nicht nur bei Gazprom, im Hinterkopf behalten, ist die Abhängigkeit zu dem Rohstoff, um den es geht bei diesem Geschäft. Und das ist im Fall von Gazprom Gas und der Gaspreis ist abhängig vom Ölpreis. Das hier ist also der 10-jährige Verlauf vom Öl. Diese Korrelation ist kein Zufall. Ja? Merkt euch hier bitte nochmal den Chart, wie er ausgesehen hat. Und dann guckt euch dazu nochmal Gazprom an. Und ihr seht, da sind schon durchaus Parallelen. Egal wie gut Gazprom theoretisch sein könnte, sollte der Ölpreis vor einer neuen Abwärtswelle stehen, dann kann sich Gazprom davon nicht freimachen. Ja? Das muss man für alle Rohstoffwerte wissen. Das gilt nicht nur für Öl und Gas, das gilt selbstverständlich auch für Gold, Silber, Kupfer, was auch immer. Es ist ja völlig klar, je tiefer der Preis des Produktes, der zu verkaufen ist oder der dort produziert wird, desto geringer die Marge. Kommen wir also mal zu den Hintergründen von Gazprom. Bei vielen Privatanlegern ist die Aktie sehr beliebt. Das liegt sicherlich daran, dass sie, wenn man die Kennzahlen betrachtet, günstig ist. Das KGV auf Basis der Konsensschätzung für 2017 liegt bei rund 4 und das Kursbuchwertverhältnis ist auf 0,24 zusammengeschrumpft. Das ist schon ein bemerkenswert niedriger Wert. Wir werden aber gleich noch darauf eingehen, warum das so ist.
Die Dividendenrendite ist mit knapp unter 7% relativ hoch. Nur Shell hat momentan noch mehr zu bieten. Alle anderen Konkurrenten wie Eni, Total, Sinopec, ExxonMobil und so weiter deutlich weniger. Das liegt aber zu großen Teilen auch daran, dass sich die Aktien dieser Unternehmen etwas besser entwickelt haben, wodurch dann zwangsläufig die Dividendenrendite, das ist ja die Relation von der Höhe der Ausschüttung zum Aktienkurs, die ist dann natürlich niedriger. Selbst für russische Verhältnisse ist Gazprom relativ günstig. Im letzten Video, oder war es das vorletzte, ging es um die günstigsten Börsen der Welt. Und da habe ich ja natürlich schon über die Eigenarten des russischen Marktes gesprochen. Russland leidet unter westlichen Sanktionen. Russland leidet unter einer, na sagen wir, nach für westliche Verhältnisse politisch sehr einseitigen Führung. Es gibt zahlreiche Gründe, warum es einen Abschlag für russische Aktien geben sollte. Wobei, auch das habe ich hier festgestellt, der russische Staat selber nicht sonderlich hoch verschuldet ist. So, Gazprom ist auch für russische Verhältnisse günstig. Und das hat einen Grund. Denn der russische Staat hält 50,2% der Gazprom-Anteile und übt damit, da machen wir uns gar nichts vor, die volle Kontrolle über die Konzernpolitik aus. Das ist etwas, was Analysten stört. Das ist auch etwas, was viele Anleger davon abhält, in diesen Wert zu investieren. Denn der russische Staat ist nicht etwa ein stiller Teilhaber, der sagt, macht mal, sondern er mischt ganz aktiv mit. Sei es die Olympiade in Sotschi, die praktisch alleine von Gazprom gesponsert wurde, zumindest in den russischen Medien, oder sei es die Tatsache, dass mehr als die Hälfte seines Erdgases, und das ist bei einem Unternehmen, welches ein Sechstel der weltweiten Vorkommen beherrscht, mehr als die Hälfte wird innerhalb Russlands verkauft, und zwar zu Preisen, die von der Regierung festgelegt werden. Das heißt also, 2016 lag der in Russland erzielte Durchschnittspreis 63% unter den Exportpreisen für die europäischen Kunden. Also, mehr als die Hälfte des Erdgases wird in Russland verkauft und Gazprom erzielt 63% weniger als bei europäischen Kunden. Dieser gesamte Anteil an Erdgas trägt praktisch überhaupt nichts zum Gewinn bei. Einfach deshalb, weil er so günstig verkauft werden musste. So, das kann nicht im Sinne der Aktionäre sein. Und hinzu kommt natürlich noch, dass diese ganze Geschichte rund um das Thema Öl und Gas, das ist ja das Asset der russischen Regierung schlechthin, permanent als Politikum eingesetzt wird. Sei es nun, um andere Staaten unter Druck zu setzen, die dann nicht beliefert werden, die Ukraine wird sich erinnern. Sei es, wenn es um Pipeline-Projekte geht, die gar nicht erforderlich wären, die man aber dann macht, um eine gewisse Partnerschaft zu besiegeln. All das bezahlt Gazprom und all das bezahlen die Aktionäre mit. Das muss man wissen. Selbstverständlich hat so eine Art der Abhängigkeit zwei Seiten. Gazprom profitiert natürlich auch von dieser, na nennen wir es mal Partnerschaft oder von diesem Großaktionär. Denn Gazprom, ich sagte es schon, verfügt heute über knapp ein Sechstel der globalen Reserven und kommt an, ja, an Vorkommen ran, die wohl ein Unternehmen, welches dem russischen Staat weniger gewogen ist, gar nicht erst rankäme. So, aber mit der Art von Mitbestimmung durch Aktionäre, wie wir das kennen, hat das alles natürlich herzlich wenig zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Auch es gab von der EU nun einige Beschwerden, völlig überraschend, die gesagt haben, A, so darf ein Unternehmen nicht geführt werden, aber B, auch gesagt haben, dass die Sanktionen, die da von den USA gefordert werden gegenüber Russland, dass die nicht gerechtfertigt sind. Das ist sicherlich, ja, ist aus meiner Sicht schon eine Art des Selbstbewusstseins, was dort entsteht, wenn man sagt, na gut, die USA haben es natürlich relativ leicht zu sagen, ihr müsst sämtliche russische Unternehmen mit Sanktionen belegen, denn kein russisches Unternehmen beliefert irgendeine amerikanische Firma oder andersrum, keine amerikanische Firma kauft in Russland ein. Die tangiert also sämtliche Sanktionen überhaupt nicht. Das tangiert wiederum uns. Also, unabhängig von
Der politischen Seite würde ich denken, wenn es um die Beziehung zwischen Europa und Russland geht, dann sollten wir die alleine regeln. Da brauchen wir keine Beratung aus Übersee. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, und das ist die Abhängigkeit Europas von Gazprom, die sich in den letzten Jahren eher verringert hat. Also die natürlich ist Gazprom der größte Exporteur für Erdgas, aber durch die zahlreichen Terminals, die es mittlerweile in den EU-Häfen gibt, können eben auch mittlerweile viel mehr Kubikmeter Flüssiggas aufgenommen werden. Das steht also in Konkurrenz zu dem Erdgas von Gazprom, und das sorgt auch dafür, dass die Preise in der Vergangenheit relativ stark gesunken sind. Sie haben sich zwar zwischenzeitlich wieder etwas erholt, unter dem Strich muss man aber sagen, dass die Preise sowohl für Erdgas als auch für Öl seit längerer Zeit in einem Abwärtstrend sind, der auch noch nicht überwunden ist. Und das muss man ganz einfach im Hinterkopf behalten. Wenn wir uns die Kennzahlen von Gazprom nochmal angucken, sie sind günstig, ja, aber man sieht natürlich auch das Dilemma. Also der Nettogewinn von Gazprom ist 2016 zwar um 21% gestiegen, der Umsatz stieg aber trotz höherer Liefervolumina, jetzt ist hier der Chart weg, nur noch um 1% auf rund 107 Milliarden US-Dollar. Das kommt daher, dass fast die Hälfte des Nettogewinns durch den Rubel entstanden ist, der gegenüber dem US-Dollar wieder aufwertete und dadurch die Auslandsverschuldung des Konzerns senkte. Also diesen Währungseffekt, den hat man natürlich bei Gazprom. Jetzt tut es mir natürlich sehr leid, dass hier gerade der Kurs nicht da ist. Das ist dann der Kurs aus Frankfurt, dann nehmen wir den sehr gerne. Der freie Cashflow hat sich im Jahresvergleich von 6,4 auf 3 Milliarden halbiert. Und das, obwohl die Investitionsausgaben nochmal um knapp über 20% auf 20,5 Milliarden US-Dollar nach unten gedrückt wurden. Das heißt also, so richtig rund läuft es nicht, wenn man das mal in einem Satz sagen muss. Die Verschuldungssituation ist zwar nicht dramatisch, aber insgesamt muss Gazprom weniger Geld ausgeben. Das wird auch passieren, denn dieses Unternehmen wird garantiert nicht in Gefahr laufen eines Engpasses. Dafür sorgt wiederum die russische Regierung, die ja auf die Dividendenzahlungen angewiesen ist. Der russische Staat, für den russischen Haushalt sind diese Dividendenzahlungen aus Staatsunternehmen wie Gazprom, und Gazprom ist der wichtigste, absolut elementar, weil sich Russland im Ausland wesentlich schlechter verschulden kann, als das andere Staaten können. Nun haben wir noch die Dividende. Ja, die Dividendenrendite steht. Man muss aber eben auch sagen, in den letzten Jahren wäre das ein Puffer gewesen, der hätte aber nicht ausgereicht. Ja, wenn man beispielsweise im Jahr 2011 kauft, hier bei 11,5 Euro, dann ist es natürlich schön, wenn man 6-7% Rendite jedes Jahr bekommt, die Aktie aber im gleichen Zeitraum sich, etwas mehr als drittelt. Also da hilft einem die Dividende dann auch nicht so richtig weiter. Last but not least, ich werde euch gleich sagen, wie ihr die ganzen Details noch bekommen könnt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das ist mit 0,24 unfassbar günstig. Das heißt also, dass die Substanzwerte, die liegen bei Gazprom bei umgerechnet 164 Milliarden Euro. Der Börsenwert liegt weit drunter. Das heißt also, theoretisch, wenn Gazprom jetzt seine Werte alle veräußern würde, und das wäre zum Teil sogar möglich, denn es handelt sich dabei um Gasreserven, Förderanlagen, Immobilien, Kraftwerke und so weiter. Dafür gäbe es Abnehmer, nur da sind wir wieder beim russischen Staat. Es ist absolut ausgeschlossen, dass Gazprom morgen sagt, okay, das war's. Wir tun unseren Aktionären einen großen Gefallen, indem wir einfach alles verscherbeln. Die Aktionäre erhalten fünfmal so viel, wie sie jetzt haben. So wird es natürlich nicht kommen. Dafür ist Gazprom einfach zu wichtig. Sowohl für die russische Regierung als auch aus vielerlei politischen Ursachen. Insofern hilft das dieses sehr, sehr niedrige Kurs-Buchwert-Verhältnis
auch nicht wirklich weiter. So, das war es erstmal hier zum Chart von Gazprom. Wie gesagt, das ist ein sehr umfassendes Thema. Und jetzt sage ich euch, wie ihr die ganzen Details, auf die ich jetzt zum Teil schon eingegangen bin, wie ihr die erhalten könnt. Ihr seht, die Dividendenrendite ist eine schöne Sache, aber der Fall Gazprom, um es mal so zu formulieren, der ist etwas komplizierter. Und jetzt habe ich eine Studie für euch, die könnt ihr euch ansehen. Die befasst sich mit allen Aspekten rund um Gazprom, also den Kennzahlen. Warum ist Gazprom so günstig? Wie sieht es mit der gegenseitigen Abhängigkeit mit dem russischen Staat aus? Wie ist das mit dem Flüssiggas? Und genauso wie bei dem Video zu den günstigsten Börsen der Welt hat mir hier freundlicherweise mein Kollege Gerhard Heinrich, der ein oder andere wird ihn schon vom Emerging Markets Trader kennen, zugearbeitet. Er hat also eine umfangreiche Studie zu Gazprom erstellt, die er mir und euch freundlicherweise zur Verfügung stellt. Wenn ihr das möchtet, es steht nichts dahinter. Ihr müsst einfach nur hier unter diesem Link eure E-Mail-Adresse eintragen. Also das ist quasi, was die Studie kostet, eure E-Mail-Adresse. Und dann könnt ihr euch diese Studie zu Gazprom direkt runterladen. Das war's. Okay, wenn ihr darauf Lust habt, dann macht das sehr gerne. Wenn nicht, dann lasst ihr es bleiben und könnt vielleicht oder hoffentlich mit den Informationen, die ich euch heute schon zu Gazprom gegeben habe, etwas anfangen. Das war's dann für heute zu dem Thema Gazprom. Und ganz wichtig, ich kann mir vorstellen, wenn ich da relativ viel spreche und zwischendurch der Chart eingeblendet ist, dass das ein oder andere etwas unklar ist, dann stellt da sehr gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion und erzählt vielleicht auch mal, habt ihr Gazprom im Depot? Wenn ja, wann habt ihr sie gekauft? Warum habt ihr sie gekauft? Da wird, oder das ist zumindest das Ziel, das erhoffe ich mir von der Kommentarfunktion oder so einem Kanal, sich keiner lustig machen, wenn jetzt irgendjemand im Verlust ist. Davor ist keiner gefeit, sondern dann wollen wir viel mehr darüber sprechen, ja, warum hat denn jemand Gazprom gekauft oder worauf wartet er vielleicht noch, damit er diese Aktie kauft? Also, lasst uns drüber sprechen und ansonsten wünsche ich euch für heute erstmal einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut, bis dann.